Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, heute geht es um den Vergleich zwischen dem S-Verweis und dem Indexvergleich in Kombination. Und wir wollen uns hier mal anschauen, was denn hier die Unterschiede sind und wie wir das Ganze einsetzen können. Weil letztendlich können wir mit beiden dasselbe Ergebnis erzielen, aber Indexvergleich ist einfach flexibler als der S-Verweis. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Also jetzt fangen wir mal an. So, jetzt habe ich hier also eine Tabelle mitgebracht. Und sagen wir einfach mal, ich mache das mal ein bisschen größer hier, damit wir den Namen vollständig sehen. So zum Beispiel, einfach einen Doppelklick hier. So, jetzt suchen wir eine bestimmte Vertriebsperson hier und möchten dann beispielsweise den Umsatz oder das Produkt zurückgegeben haben dieser Person. Ja? Dann können wir hier einfach sagen, ich nehme jetzt mal die Zelle H2 und sagen, wir suchen jetzt hier nach dem Tyrion Lannister. So, okay, also das ist letztendlich die Person, die wir suchen. Und dann hätten wir gerne für ihn entsprechend den Umsatz oder das Produkt, ja, zum Beispiel. Das wäre dann entsprechend 2000 hier oder eben der PC. Okay, dann können wir zum Beispiel schreiben, ist gleich S-Verweis, so. Und es steht auch dabei, was er tut. Er durchsucht die erste Spalte einer Matrix und durchläuft die Zeilen nach rechts, um den Wert einer Zelle zurückzugeben. Ja? Also wichtige Punkte sind hier mit schon inkludiert. Das heißt zum Beispiel hier, die erste Spalte einer Matrix. Das heißt, der S-Verweis wird immer in der ersten Spalte suchen. Okay. So, jetzt nehmen wir mal das Suchkriterium, das ist ja bei uns diese Zelle hier, die referenziere ich jetzt hier mal, A2. Und dann sage ich die Matrix, naja gut, die Matrix ist ja entsprechend diese hier, die kann ich jetzt hier so markieren. So, das ist jetzt die Tabelle, Vertriebler, Produkt, okay. Und jetzt der Spaltenindex hier ist in meinem Fall beispielsweise, sagen wir mal, der zweite, um den Umsatz zurückzugeben. Und dann die Übereinstimmung ist jetzt die genaue Übereinstimmung, also nehme ich jetzt hier einfach mal die 0. 0 würde das gleiche sein, wie wenn ihr falsch reinschreibt, das ist genau das gleiche. So, ich schließe die Klammer jetzt hier und drücke dann mal die Eingabetaste und sehe, ich bekomme hier 2000 zurück. Also genau den Wert, den ich jetzt hier erwarten würde, nämlich diesen hier. Ja? Dasselbe gilt natürlich, wenn ich hier mal einen Doppelklick drauf mache und sage, ich hätte ganz gerne statt dem aktuellen Umsatz, ich hätte gerne das Produkt selber. Ja? Dann könnte ich hier zum Beispiel eine 3 reinschreiben und entsprechend dann hätte ich jetzt hier meinen PC. Ja? Ganz einfach, weil das ist eben die erste Spalte der Matrix, das ist die zweite und das entsprechend ist die dritte. Das heißt, je nachdem, was wir hier als Wert reinschreiben, 1, 2 oder 3, bekommen wir entsprechend eben den Wert zurück. Okay, so das wäre also eine Möglichkeit, das zu lösen. So, jetzt könnten wir hier das Ganze aber auch mit dem Indexvergleich lösen. Das mache ich gleich mal vielleicht hier hin und sage, ist gleich Index, Index und hier verwendet einen Index aus einem Bezug oder einer Matrix einen Wert zu wählen. Okay, das heißt, das erste Kriterium hier, und ihr seht, man kann die Funktion auf zwei Arten verwenden. In unserem Beispiel, wir interessieren uns für die Matrix. Das heißt, ich werde jetzt hier entsprechend eine Matrix auswählen, beispielsweise ebenfalls diese hier. So, jetzt habe ich meine Matrix und jetzt brauche ich eine Zeile. Und diese Zeile kann ich definieren, und zwar dynamisch über den Vergleich. Ich könnte jetzt hier so reinschreiben, Vergleich, Vergleich, da ist es auch schon. Und hier steht der dabei, sucht Werte innerhalb eines Bezuges oder einer Matrix. So, das heißt, das Vergleichskriterium selber ist ja das Suchkriterium, nach dem wir suchen. Das entsprechend ist jetzt der Tyrion, also klicken wir das hier an. Und die Suchmatrix, in der wir suchen, das zweite Kriterium, ist diese hier. Ja? Weil der Vergleich, du suchst ja in dem Fall quasi diesen Bereich hier und gibst dann letztendlich die Nummer zurück, in der letztendlich, oder die Zeilennummer zurück, in der letztendlich Tyrion Lannister steht. Also in dem Fall eben diese hier. Ja, wäre jetzt in dem Fall die 4, weil wir beginnen ja hier in Zeile 2. Also 2, also 1, 2, 3 und dann 4 bei Tyrion. Okay, und dann auch für den Vergleichstipp nehme ich die 0 wieder für die genaue Übereinstimmung. So, schließe ich das. Und ihr seht, das zweite Argument wäre die Spalte, das ist schon optional, aber in unserem Beispiel ist das relevant, weil jetzt können wir hier eben angeben, was möchten wir gerne haben. Eben möchten wir den Umsatz oder das Produkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 2 eingeben würde und die ganze Klammer schließen würde, könnte ich mir entsprechend dann hier so auch diese 2000 zurückgeben lassen. Hm? Wenn ich einen Doppelklick darauf nochmal mache und hier stattdessen eine 3 reinschreiben würde, so, bekomme ich entsprechend natürlich dann das Produkt ebenfalls angezeigt. Also es ist genau das Gleiche und da sehen wir auch, wenn ich hier zum Beispiel mal den Karl Drogo hier reinschreiben würde, sehen wir, dass beides sich dann nochmal anpasst. Und wir sehen auch hier für ihn entsprechend die PlayStation. Ja? Also das funktioniert genauso, wie man es erwarten würde. Ihr könnt übrigens auch, wissen bestimmt viele von euch schon, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, damit es auch alle, die es vielleicht noch nicht wissen, hier auch sehen können. Wir haben jetzt hier diesen Wert quasi fest angegeben. Natürlich könnten wir hier auch ebenfalls einen weiteren Vergleich setzen. Also dieser Vergleich hier, dieser Teil hier, dieser erste ganze Teil, der hier, den wir hier aktuell nehmen, um letztendlich die Zeilennummer herauszufinden, den könnten wir natürlich auch nehmen, hier in dem zweiten Kriterium dann, um letztendlich dann die Spaltennummer zu definieren. Auch das wäre möglich, ja? So, okay, so viel dazu. Jetzt haben wir hier noch weitere Faktoren, die relevant sind.
Das eine ist, dass wir können auch, das wissen vielleicht manche von euch, manche vielleicht nicht, wir können auch Platzhaltersuchen durchführen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel schreiben, statt Karl Drogo schreibe ich einfach Stern und dann ein Leerzeichen Drogo. Und ihr seht, ich bekomme genau das gleiche Ergebnis. Also das wäre die Platzhaltersuche, wenn ihr eben nicht genau nach einem Kriterium sucht, sondern entsprechend nach etwas, das letztendlich so ähnlich aufgebaut ist. Und wir haben ja hier entsprechend irgendwas davor, dafür steht der Stern, dann ein Leerzeichen, weil das haben wir ja dazwischen hier in der Zelle, und dann eben Drogo danach. Und dasselbe gilt natürlich auch für andere Möglichkeiten. Wenn ich hier zum Beispiel, nur mal als Beispiel nochmal, nehme ich nochmal den Tyrion, schreibe ich mal Tyrion und dann ein Leerzeichen und dann den Stern hierhin, sehen wir, dass jetzt hier PC bekommen. Ja? Und das ist ja auch genau, wenn ich hier mal nachschaue, entsprechend hier der PC. Ja? Also auch das würde so funktionieren, die Platzhaltersuche. Und das ist auch eben identisch für den S-Verweis hier, den wir hier aufgeführt haben, als auch für den Indexvergleich, den wir jetzt hier mal aufgeführt haben. Okay. Das heißt, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil des Indexvergleichs? Ja? Weil irgendwo muss ja ein Unterschied bestehen. Und der Unterschied ist einfach, das hatte ich am Anfang erwähnt, dass dieser Indexvergleich hier viel dynamischer ist. Warum? Weil der S-Verweis, erinnern wir uns, immer in der ersten Spalte einer Matrix sucht. Ja? Das heißt, wenn wir entsprechend hier nach dem Vertriebler suchen müssen, dann müsste in der Matrix, die wir auswählen für den S-Verweis, auch immer der Vertriebler in der ersten Spalte auftauchen. Das ist bei dem Indexvergleich hier nicht der Fall. Und das kann ich mal zeigen als Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel nochmal den Indexvergleich nehme, ist gleich Index hier. Und jetzt nehme ich mal als Matrix zum Beispiel diese ganze Matrix hier. Diese hier einfach. So. Und jetzt könnt ihr sagen, die Zeile, die ich suche, hier entsprechend definiert sich wieder über was ich hier oben habe. Das heißt, meine Zeile ist der Vergleich in dem Beispiel wieder. Vergleich. Und dann mein Suchkriterium hier ist entsprechend dieser Tyrion. Dann kann ich die Suchmatrix angeben. Und dann nehme ich halt jetzt nicht die erste Spalte meiner Matrix, nämlich das wäre jetzt die ID, sondern nehme einfach die mittlere hier, die Vertriebler. Ja, das kann ich nämlich hier machen. Und dann könnte ich sagen, Vergleichstyp ist die genaue Übereinstimmung. So, dann schließe ich das Ganze von der Klammer her und habe ich auch schon mein erstes Ergebnis, nämlich hier die Zeilennummer, die wir suchen wollen, nämlich den Tyrion hier. Und jetzt kann ich eben über den zweiten Wert, wie gesagt, das könnte ich jetzt mit einem weiteren Vergleich machen, wenn ich will, oder aber ich mache es mir jetzt einfach und nehme einfach irgendeine Nummer hier. In dem Fall die Spaltennummer und können jetzt hier sagen, ich möchte hier zum Beispiel die Region haben. Ja? Zum Beispiel Region für den Tyrion wäre ja Süd. Also entsprechend die zweite Zeile dieser Matrix könnte ich einfach eine 2 eingeben. Ja? Und das Ganze dann schließen hier und dann mit der Eingabetaste auch bestätigen. Und jetzt würde ich eben hier Region Süd bekommen. Ja? Und das würde ja stimmen, weil wenn ich mal nachschaue, Tyrion Lannister hier, entsprechend ist ja diese zweite hier Region Süd. Ja? Und das zum Beispiel wäre nicht möglich mit dem S-Verweis. Ja? Weil der S-Verweis immer in der ersten Spalte der Matrix sucht, die ausgewählt wird. Das ist eben bei Indexvergleich nicht der Fall, weil da könnten wir irgendeine Matrix auswählen und könnten dann eben irgendeine der Spalten durchsuchen, ja, und könnten dann eben uns irgendeinen Wert aus dieser Matrix zurückgeben lassen. Das war's für das Video. Ich hoffe, das war interessant. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!